Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallöchen. Heute werden wir zum stärksten Superhelden der Welt. Ich glaube, ich muss gar nicht auf dieses, auf diese Rangliste gucken, weil... okay, Top 100, Leute. Was ist Top 100? 6T Stärke. Wir beginnen. Ich krieg 4. Das ist ziemlich wenig. Okay, also, wir müssen aber hier mit Quests arbeiten. Deswegen werden wir auch zu Dr. Bang geführt. Quest. Hallo, der Fighter. Du bist neu hier. Bla, bla, bla. Interessiert mich alles. Ich wollte nicht lesen. Was habe ich gar nicht gelesen, was ich machen muss? Wo sehe ich denn das? Du musst auf den grünen Typen. Diabolinks. 20 Stärke und 20 Energie. Okay, Stärke machen wir natürlich so, ne? 8, 12, 16, 20. Und jetzt das war ja und mit Liegestütz. Okay. 8, 12, 16, 20. Du hast diese Quest erfolgreich geschafft. So, nice. Ebro hat wieder vorgespielt, die Betrügerin. Das stimmt gar nicht. Natürlich stimmt das. Also kann ich deine Stärke sehen, das Glück. Doch, über meinem Kopf. Wo bist du, Ebro? Zeig dich. Da. Hey, du hast schon 800. Wie viel habe ich? 64. Oh, packe. So, wir können unsere Stats nachgucken. Wir spielen seit... Ah, nee, wir haben einen Boost. Yen pro Minute. Okay, wir kriegen hier Yen, haben 680 Yen. Für dieses Yen können wir die einzelnen Fähigkeiten upgraden. Okay, das machen wir gleich. Power... Okay, wenn wir eine gewisse Stärke haben, schalten wir hier Fähigkeiten frei, offensichtlich. Das gilt dann für alles hier, ne? Für jede Fähigkeit, die es gibt. Es gibt halt Speed, rumlaufen, Stärke, schlagen, dann so Resistenz, Liegestütze. Man dann kann so, springen. Dann gibt es Chakra mit so Meditieren. Mhm. Viertens ist Schwertskills und Springen, genau, ist Agilität. Genau. So, es gibt aber hier auch Schwerter, die man kaufen kann, bessere. Ich glaube, die werden freigeschaltet mit der Zeit oder mit deinem Skill. Weil ich habe ein Katana bekommen, was ich eigentlich gar nicht gekauft hatte. Ja, okay. Und Specials? Was ist Specials? Haben wir noch nichts, offensichtlich. Okay. Hm. Und was kann ich da mit Yen kaufen? Damit kannst du dir deine Stats boosten. Also, ach ja, ja, ich bin dummer. Ja. Irgendwie vergessen. So, dann boosten wir alles hier einmal erstmal. Ja, Hammer. Ich habe auch viel Yen. Ich habe 0, also ich habe 90, ich bin voll broke. Ja, was sagt meine Quest? 20 Agilität und 20 Speed, na okay. Dann sagen wir mal Speed hier, mein Kollege. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr den Like-Button flankt, wenn ich jetzt hier am Speed-Farmen bin, Leute. Ey, der hat 107 Millionen Stärke. Was? 22B. Was? Ja, aber das Rokoko Class Shop. Alter. Review. Ah, warte. Was denn? Okay, du kannst dir hier Klassen kaufen. Für Shinobi 100 Yen. Da kriegst du, also erhöht Yen pro Minute auf 10. Und du brauchst aber gewisse Werte dafür. 1000 Stärke, 1000 Durability und 1000 Chakra. Ah, okay. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall... Na gut, du kannst ja auch Speed und Schlagen gleichzeitig trainieren, ne? Das stimmt, ja. Du kannst auch springen nebenbei. Ich mache alles gleichzeitig. Ich mache 4, 3 Sachen gleichzeitig, Alter. Okay, ich glaube, der Typ ist schon ziemlich weit, weil der beschwört hier auch so einen halben Totenheimer, wenn der hier betet. Also nicht betet, sondern wie nennt man das? Meditiert. So. Genau. Aha. Dachte schon, es funktioniert nicht. So, nächste Quest. Alter, der eine kann hier fliegen. Der ist ja gerade reingeflogen. Ja, Mann, das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die man dann bei Chakra später kriegt. Ja. Okay. Es gibt, ach, warte mal, Dummies, 100 Physical Stärke, dann kann man dieses Ding schlagen. Dann kriegst du mehr, ne, wahrscheinlich? Genau, ich krieg zum Beispiel jetzt gerade 15 Start 3. Das ist, das ist ja mega der Boost. Das ist übelst der Boost. Ey, das heißt, wir müssen wieder durch die Stadt rennen und die verschiedenen Dinger finden, ne? Genau, auf der einen Seite ist so ein Baum, da kannst du meditieren. Und auf der genau gegenüber ist halt dieser Dummy. Ich muss Durability auf 100 machen, Ebro. Ja. Damit ich mir das nächste da kaufen kann. Aber erstmal machen wir die Quest noch. Aber Chakra ist ziemlich blöd, weil da kannst du nichts nebenbei machen. Ja, leider. Was ist hier Top? Ja, Stärke ist halt am heftigsten. Chakra muss man nicht so viel haben für Top 100. Da braucht man nur... Da hat auch niemand Lust drauf. Ist echt so. Da braucht man nur 2,4T. Das ist ein Drittel. Naja, das heißt nur. Es ist trotzdem viel. Ja, viel ist es schon, aber es ist trotzdem... Habe ich ein neues Schwert? Nee, Mann. Schwert gibt auch nochmal Multiplier. Man kann ziemlich viel freischalten. Hammer, weg mit dir. So,
Gib mir die Quest, Kumpel. Ich hoffe, du brauchst Durability, weil die muss ich nämlich eh machen. Schwertskills. Aber meinst du, ist es clever, sich anhand der Quests fortzubewegen? Auf jeden Fall. Du kriegst ja immer Sachen dazu. Ich glaube, du kriegst Yen oder so dazu. Und das ist ja sehr wichtig, ne? Ja, das ist natürlich ein Argument. Ja, aber ich hätte eigentlich Bock. Ne? Die Sache ist, man sollte aber auch hier bei diesem Son Goku, sollte man halt schon kaufen, glaube ich. Oh, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass du auch durch die Quest gewisse Items bekommst. Ich habe jetzt einen Gatling-Punch bekommen durch die Quest. Warte mal. Nee, ich glaube, das ist abhängig von deinem Gesamtwert, glaube ich eher. Oder? Ja, nö, das stand gerade bei, Oh mein Gott, guck mal! Oh, ja, Alter, ich seh's! Alter! Ja, wir müssen unbedingt am Ende einen Fight machen. Ja! Nee, das habe ich auf jeden Fall von der Quest bekommen. Das habe ich vorhin abgecheckt. You completed the quest. Oh. Sicher, dass du von einem Quest? Ja. Okay. Guck mal, jetzt steht nämlich, dass ich 1000 Durability sammeln muss und was ich dafür bekomme, sind 150 Yen und Haki Power. Ah. Also lohnt sich das auf jeden Fall. Ah, jetzt bin ich bei dem Gatling Punch. 1000 physische Stärke. Ja. Ja, weil dann kann ich ja dieses Ding da schlagen, oder? Ja, genau. Habe ich auch gemacht eben gerade. Bei 100 habe ich ja locker flockig schon. Ich kann, glaube ich, auch ein bisschen was aufnehmen. So. Was heißt ein bisschen was? Ein was? Alter, 60 kriege ich. Let's go. Alter. Ja, krieg ich ja voll schnell. Wie viel brauchte ich nochmal? 1000? Ja. Ich finde es voll gut, dass hier ein Safe Area ist, weil wir hatten schon mal ein Spiel, da war man ein Superheld und da wurden wir am Spawn. Mit dem Stein, ne? Das war so nervig. Man wurde 1000 Mal am Spawn gekillt, Alter. Das war das Schlimmste aller Zeiten. Och, ich weiß Mann, noch. Ey. So, Doppelsprung kann man auch. Chillig. So, mein guter Bang, gib mir hier mal Quest. Was haben wir jetzt? Ah, Haki Power. Okay, was habe ich jetzt hier? Warte mal. Specials. Nee. Schwerter. Ah, Equip. Wir haben das Katana. Mal 5 Multiplier, Alter. Das haut ja übel rein jetzt. Okay. Aber, warte mal, jetzt müssen wir hier bei... Genau, wir haben jetzt Select Key. 1? Ach nee, 1 ist ja schon belegt. Q? Ich hab das auf T gepackt. Alter, das ist heftig, ne? Das ist übel heftig, Alter. Okay, jetzt hab ich ja vergessen, was ich machen muss. Durability. Ah, das ist praktisch. Da brauchen wir 1000. Kann ich auch Durability irgendwo verbessern? Safe, oh, das oder? Weiß ich nicht. Ich hab das noch nicht gesehen. Es kann sein, dass es außerhalb irgendwo ist. Vielleicht in jeder Himmelsrichtung. Ah, hier ist dieser Baum. Genau. Ja, wahrscheinlich in jeder Himmelsrichtung 1, oder? Nee, das wäre ja auch zu logisch gewesen an der Stelle. Warum sollte man das auch machen? Naja, das wäre ja irgendwo, dass man sich irgendwo reinstellt, in Vulkan oder und weißt du? Ja, oder in irgendein Gebäude oder so. Nee, hier ist nichts tatsächlich. Aber was ist da, Leute? Da ist irgendwas. Wir gehen hin. Wir haben irgendwas Geheimes entdeckt. Das ist eine Kiste. Ah, eine Kiste? Schalte deinen Stand frei. Hä? Kannst du den Stand eröffnen oder wie? Ja, für 1000... Irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe einige Jobs für dich. Hey, es gibt mehrere Questgeber, glaube ich, Evo. So? Ja, der hat auch einen Quest. Oh mein Gott, eine Million. Alles klar. Eine Million. Ach, Alter. Und hinten ist ein Gym auch. Ja, aber wir sind aktuell noch voll langsam, ey. Ja, so ist man schneller. Also ist man nicht mal schneller. Wie bitter ist das denn? Hm. Ja, okay, also... Also das mit Durability, also da... Also es gibt safe bessere Sachen... Aber halt nicht direkt hier am Spawn. Ja. Da müssen wir später mal auf Erkundungsjagd gehen. Jawohl, 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 jawohl. Sell it bang. Komm, gib her. So, nice. Nächste Quest. 1000 Chakra. Ah, das ist gut. Sobald wir nämlich diese 1000 Chakra-Quest auch haben, dann können wir dann auch, da haben wir nämlich 1000, dann können wir uns das hier kaufen und verdoppeln damit unser Einkommen. Ja, das ist ja auf jeden Fall nicht so schlecht. Ja. So, wir können jetzt auch... Oh, ich würde am liebsten hier für 400 das kaufen, aber das dauert eh so lange. Jetzt kaufen wir uns einfach das. So, okay. Chakra, das heißt, wir können zu dem Turm... Da brauchen wir 500. Hast du schon 500? Nee, aber ich dachte, ich setze mich einfach schon mal hier hin, weil wenn ich 500 habe, machst du ja automatisch. Aber warte, wir haben doch hier noch eine Fähigkeit freigeschaltet. Die Fähigkeit nämlich. Okay, beschützt den ganzen Körper des Spielers mit 10%. Okay, da machen wir... Na gut, wie kann ich jetzt nicht machen? Machen wir eh. Ah, jo. Aber 10% ist ja eigentlich voll wenig, oder? Ja. Ist voll wenig. Was musst du da überlegen? Boah. Habe ich ein neues Schwert? Nee. Habe ich ein Special? Nee. Wie schaltet man diese,
diese Charts frei bei Specials. Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Ja, das freue ich mich auch. Weil damit kannst du diesen, extra ein Gebäude oder so dafür. Also ich kann schon mal gucken, was wir eine Fähigkeit mal kriegen. Resin Can. Kann ich nicht lesen, ist ein Schloss davor. Okay. Gut, da müssen wir jetzt warten. Aha. Ah, nee. Ah, jetzt. Nice. So, aufhören bitte zu chakren. So, als nächstes wird wahrscheinlich Schwertskills. Ah, nee, Speed kommt als nächstes, ne? Aber Schwertskill wird ja dann auch irgendwann kommen. Also machen wir das gleichzeitig. Speed und Jump-Ding. Und jetzt backt das irgendwie rum, seit ich diese Fähigkeit eingesetzt habe, habe ich einfach. Ach, die ist für immer. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, ja, die ist übelst gut. Aber ich glaube, solange du die benutzt, kannst du halt keine andere. Ach, das ist falsch. Ah, das kann ich aber auch direkt kaufen. Gib mir angelockt. Hast du Shinobi freigeschaltet, Evo? Ja. Aber was bringt das? Ja, mehr Yen. Ach so, ja, doch, habe ich, genau. Ich war gerade irritiert. Und jetzt wahrscheinlich Speed, oder? Zeig mir Quest. Speed und Agilität. Okay, das heißt Laufen und Springen. Kann man das irgendwie trainieren? Gibt es irgendwie ein Laufband oder so? Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Erkundungstour. Hier ist ein Gym. Hier in der Nähe? Hoffe, da kann man, du musst über die Brücke. Also raus dort und dann über die Brücke und dann. Gibt es ja eine Karte vielleicht am Spawn, wo man gucken kann? Oh, ich weiß nicht. Ich habe da echt nicht drauf geachtet. Nee, ich glaube, es gibt keine. Alter, da gibt es auch so eine krasse Stage. Da muss man halt drauf fliegen. Da kannst du dir halt vorstellen, wie heftig das ist. Nee, da gibt es keine Karte. Ja, aber es gibt ja locker Sachen, die wir da schon benutzen können. Oh, aber ich glaube, das ist nur. Oh. Ah, doch, warte mal. Oh, man braucht 10.000. Ja, gut, ne? Ich guck mal weiter, ob man hier noch am Spawn vielleicht was hat. Ich wette, auf der Startinsel gibt's noch Sachen. Ja, im Gym kann man auf jeden Fall Stärke trainieren. Für 10.000? Ja, weil du 10.000 hast. Ben, hier ist ich hab Hut. Was, warte, ruhig. Ja? 100 Agilität Trampolin. Oh! Ja, auf der Spawninsel. Oh, okay, dann renne ich da gleich wieder zurück. Weil ich habe jetzt eine Bücherei gefunden. Hier kannst du Chakra üben, aber halt ab 15.000. Okay, aber also das wenn wir dann kriegen. Ja, ich brauche, also ich sollte auf jeden Fall nicht hier hinten rumrennen, sondern am Spawn am besten. Greifen die mich jetzt hier an, die beiden? Oder wo hast du das denn gefunden? Sie an, ist die Frage. Ich greife sie an, Alter. Ha! Erster, zweiter, Double Kill. Hier sind die nächsten. Oh, der 10.000. Bro, ich habe nichts gemacht. Das sah nur so aus, eine optische Täuschung. Meine, schickt mit seinem Schwert zu, der soll mal chillen. Oh. Ich glaube, der will mich nicht killen, der schlägt nur so rum. Oder trifft der einfach nur nicht? Bin ehrlich gesagt nicht sicher. Wie viel Agilität kriege ich denn überhaupt? Ah, ich krieg noch gar keine, weil ich noch nicht 100 habe. Hier ist ein Laufband. Hier sind Laufbänder, eher gesagt. Hä, Speed? Physische Stärke, Speed? Ja, 100 Speed brauchst du hier. Ich krieg gar... Ach doch, 30 Agilität, da stand's. Okay, wir haben die Quest geschafft. Und wir können jetzt hier... Ich sag, ich trainiere noch ein bisschen, Leute, wenn ich schon mal hier bin. Da werde ich schneller, da kann ich schneller zurücklaufen. Okay, 5K Speed. 5K Speed, ja, okay, 5K Speed ist halt etwas, da werden wir ein bisschen brauchen, weil wir haben ja gerade mal 1300. Das heißt, wir hören auf zu trainieren und laufen jetzt hier lang. Aber ich bin auch schon relativ schnell. Ich habe übrigens herausgefunden, man kann nur zwei Fähigkeiten gleichzeitig trainieren. Also laufen, springen und schlagen bringt nichts. Du kannst entweder laufen und schlagen oder laufen und springen. Du kannst aber nicht alles dreist. So. Ach, hast du auch die Quest geschafft? Ja, und ich bin gerade zum falschen Typen gegangen. Ich auch. Bam. Hä, du rennst voll schnell. Ja, weil ich es hochgestellt habe. Oh. So, ja, Quest, was haben wir jetzt? 1000 Schwertskills, okay. Ich habe schon alles gelevelt. Dann leveln wir logischerweise Schwertskills, das ist am cleversten. Das brauche ich nämlich gerade. Habe ich denn ein Powers. Schwert? Hast du mein Schwert? Nee. Ah, hier, warte mal. Oh, Alter, guck mal hier, wo. Dann? Guckst du? Ja. Alter, Water Running. Hey, ich kann jetzt auch Wasser laufen, Evo. Ah ja, ich auch. Warte mal, wo hast du das gefunden? In den Settings stellst du das ein. Guck mal hier, guckst du? Ja. Alter. Junge, bin ich ein krasser Typ. So, wo kann ich das Schwert... okay, Schwertkammer, aber es gibt wahrscheinlich keine Geräte, weil dafür gibt es ja die Schwerter. Ja. Aber leider noch keins freigeschaltet. Ach, hast du noch keins freigeschaltet? Naja, doch, das Katana. Das Katana, aber ja, halt das nix. Gibt aber schon viel. Ja, mal 5, da hast du recht. Es gibt echt voll viel. 60, Alter, kriegst du ja 1000 Rambazambai. Bam! Alter, das hat so lange gedauert. Hey, kannst du mich mal killen, Evo? Kill mich mal, ich will nicht zurücklaufen. Nö. Kill mich! Kill ich dich, Alter. Ich hab dich überhaupt nicht weggeflext.
Ja, du bist doch jetzt schon, warum hast du mich nicht gekillt? Jetzt muss ich zurückrennen. Ich hatte gerade mal 5000. Hast du mich nicht angegriffen? Aber ich wollte dich nur einen Hit machen. Ich wollte nur einen Hit machen aus Spaß. Ich wusste, dass du mit einem tot bist. Oh mein Gott. Du kannst aber dich auch zurücksetzen einfach. Dann bist du ja wieder am Spawn. Ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. So, was haben wir für eine Quest? 10.000 Durability. Wie gibt es ja auch einen Gegenstand für Durability? Ah, muss es ja es safe nicht. Geben, aber wo? Ja, müsste es, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, irgendwas um einen Schaden. Ja, warte mal, was ist denn das da? Ach, das ist ein Questgeber oder wie? Alter, da war ich doch schon mal. Ich habe gar nicht gecheckt, dass es ein Questgeber ist. Lass doch mal checken, was der Typ da hat. Oh nein, wie komme ich denn da hoch? Hallo? Ah, hier. Ich bin das Trampolin nicht mehr. Hier ist ein Questgeber. Hat der eine Alter, Speed! Gravitationschamber! Hier machst du Speed und Agilität gleichzeitig, Alter. Aber du brauchst 10.000. Hey, übelst krass. Okay, aber das ist nicht das, was ich suche, auch wenn es krass ist. Hey, und was ist das? Ich habe hier noch was. Aber wartet, wir können aber safe hier erhöhen. Aha! Ja, jetzt kommt er hoch. Nice. Was ist das? Eine Kiste. 27 Shikara Charts. Okay, wenn wir 10.000 haben, kann ich diesen Stand machen. Na gut, aber 400. Was ist denn das da hinten? Das sieht mir doch nach irgendwas aus. Ja, hier sind halt die Bänder. Ja, so gesehen halt gegenüber, aber gegenüber ist ja das andere wieder. Aha, ich hab's gefunden. Piratenschiff Durability. Was muss ich machen? Kann ich reißen, wenn ich einfach rumstehe? Oder muss ich hier... Ich muss nicht mal Liegestütze machen. Ich krieg einfach so. Na, ich muss einfach hier rumstehen. Chillig. 60 Durability, das ist relativ viel. Und ich kann mir, glaube ich, auch das jetzt hier kaufen. Power. Stats. Oh, wir haben 1000 Yen, Alter. Alter, das ist viel. Zack, zack, jetzt haben wir alles 800. Und Speed noch. Ach, habe ich nicht genug, verdammt. Wie viel kriege ich denn jetzt? 120, da mache ich die Quest ja in der... Achso, ich brauche 10.000. Ich dachte, ich brauche nur 1.000. Aber da kriege ich 500. Ja. Ey, guck mal, wie klein dieser Balken für 1 Million ist. Das ist ja wohl ein Joke. Den sieht man fast gar nicht, ey. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, flankt unbedingt den Like-Button und abonniert den Kanal, um kostenlos zu supporten. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.